Ich war gestern bei McDonald's Big Macs fresse. Ach ja, stimmt, für die Rente. Das wird, glaube ich, ziemlich witzig. Oh yes, Baby. Ach so, als kleiner Teaser. Was glaubt ihr, wie lange man für 5 Big Macs braucht? Boah, für 5 Big Macs. Für 5 Big Macs? Ja. Ich weiß nicht, wir haben es mal ausprobiert mit 10 Big Macs. Oh, das hätte ich, glaube ich, nicht gepackt. Massephase. 8 genau. Minuten? 1 Minute 20. 5 Stück? Was? Ja, Mann. Okay, ja, wenn du sagst, okay, dann sage ich, du brauchst 3 Minuten und wenn du länger als 3 Minuten brauchst, mache ich die Challenge, mache ich sie in 1,20. Das will ich sehr. Leute, sag mal so, für die, ach so, sorry. Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich hoffe, das hat jemand aufgenommen, sonst muss ich das echt machen. Ich weiß schon, dass es das Pre-Intro zur Folge ist, ne? Nee, okay. Ich muss mich dann noch irgendwie festlegen. Schön. Leute, hallo, herzlich willkommen. Scrimlio, wie gewohnt, mit Rika, mit Mo und mit Fischta, hallo. Hallo. Und Fischta meinte, er hat wohl doch 2 Augen, aber ich sehe immer noch nur ein Auge bei dir. Ja, mein Kopf ist um 90 Grad verdreht und meine eine Pupille ist sehr hochkant. Ja, aber... Also quer. Hä? Wo ist denn... Das ist doch kein... Das ist der Mund, Fischta. Nein, das ist mein zweites Auge. Das ist doch Mund. Das ist mein zweites Auge. Okay, wir machen einfach los jetzt hier. Mo darf wieder anfangen, glaube ich. Ich darf wieder anfangen. Die Waffe. Ja. Oh. Ich bin echt dazu verleitet, Lutsche zu nehmen, aber ich lasse das mal. Oh Gott, ich will nicht wissen, was du da im Kopf hattest, um das zu zeichnen. Ja, keine Ahnung, ich würde irgendwie Luca zeichnen oder sowas. Oh. Ich habe noch die ganzen schönen alten Fotos von Luca. Oh. Das ist eigentlich, ja. Von Luca habe ich auch sehr viele schöne Fotos. Auch von seiner Kunstfigur. Okay, ja. Von Andy. ich weiß halt nicht, wie ich genau das zeichnen soll. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze, ihr steht, wenn da die Eingangstür ist. Ja. Ist das Recht immer nah da? Ich mache hier noch so ein Fenster. Ja, genau. Okay, ups, das ist ein bisschen zu weit. Ihr könnt es euch vorstellen, das gehört weg hier. Okay, alright. Ja. Und hier machen wir eine schöne Farbe. Man sieht dein Maus nicht, wenn du mir sagst. Also, du als warte mal. Ich spreche mit mir selber, damit ich weiß, wie ich es zeichnen soll. Keine Ahnung, hat das Fenster nicht angeknabbert? Da muss man sich vorstellen. Was? Da hängt immer was. Ja? Mann, ich hab das Jacke. Right. Leute. Natürlich. Schön, ja, klar. Selbstverständlich. Weißt du, ohne diese 3D-dimensionale Vorstellung. Vorstellung? Wie sagt man da? Ja, weiß was du meinst. Räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, richtig, genau. Was das, was Frauen nicht haben. Sexismusglocke! Kling, 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 kling. Kleine Schlingel. Okay, Leute. Funny Side Fact: Bei der Stellung habe ich mit räumlichen Vorstellungsvermögen am schlechtesten abgeschnitten. Hui. Also von dem ganzen Test. Hui. Wir haben. Nee. Hand-Augen-Koordination war ich noch beschissen. Ja. Ja, das war ganz mies. Boah, das ist gerade. Nachbarnerven ist schön. Es ist richtig schwierig. Ja. Weil man halt noch. Also ich. Ach so. Ja, ich weiß es. Denk ich. Hä? Das ist nicht der. Yes! Oh, alles klar. Ich hab Michale. Kenn's nicht. Oh shit. Aber schön gemacht, schön gezeichnet. Nicht schlecht, ja? Danke, danke. Der Fisch, da ist immer für eine Überraschung gut. Bei Giga in den Videos strenge ich mich immer extra. Oh. Das ist eine Laube. Nein. Das ist eine Laube. Bauern? Bauer? Lol. Ja. Das ist natürlich ein bisschen easy. Treppe! Genau, Treppe ist das Wort. Nein. Mo. Mo, ich bitte Sie. Dankeschön. Damn. Damn, son. Ich bitte Sie. Oh, shit. Kann man... Ich möchte nur wieder nicht Vierter werden. Wenn ich wieder Dritter werde oder sowas, bin ich urglücklich. Okay, Moment. Will ich das eigentlich gerne so zeichnen, wie... Ach, das geht, glaube ich, nicht. Egal. Ich zeichne es wie mein Lieblingskünstler Kandinsky. Ich würde gerne eine Zeichnung sehen wie Pollock, bitte. Warte. Also,
Hau rein. Warte. Aber pass auf, Epileptiker zuschauen. So. Aber eigentlich ist es gar keine so dumme Idee gewesen. Also es fühlt sich so an, als könnte es. Warte, okay. Zack. So, jetzt weiß ich nicht, ob das. Warte mal, ich glaube, wir müssen es dicker machen. Dicker. Das ist jetzt natürlich nicht die richtige Reihenfolge. Ah. Ah. Schön, schön, ja. Leute, weiß, Pink Floyd. Eben, genau, daran hatte ich nämlich auch was gedacht, an Pink Floyd. Yeah. Ah, jetzt das ist einfach so cool. Ich aber auch einfach. Ich find's ja, so mir cool, fällt das Wort das nicht direkt ein, ich erkenne schon, was es sein soll. Also, das wird, cool, das Licht wird halt gebrochen. Ja. Ja, und das fängt mit P an. Ist das nicht in der Spiegelreflexkamera auch oben drin? Oder heißt es dort anders? Spiegel. Prism is a dancer. Da wird es ja auch so fünfmal im Fünfeck rumgebrochen. Nein. Da ist auch so ein komischer Glasbaustein drin. Okay, Leute. So, Bildungsauftrag ist jetzt erfüllt. Wir haben jetzt Pink Floyd, wir haben Pollock, wir haben eigentlich alles Mögliche abgeklappert. Mo, zeig, was du kannst. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich mache nicht Belgien, weil sonst hätte ich den Ersten Weltkrieg gemalt. Als ob! Genial! Wow. Hä? Wie? Als ob? Das war einfach so eine Eingebung. Das war ja witzig. Das war's schon. Das war meine Zeichnung, by the way. Hä? Ich mach's noch ein bisschen klarer. Also, das wird meine Runde. Ich sag's euch. Fläche. Leer. Mit 2e. Leer. 2e? Okay. Wow. Weiß. Wow. Shit. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. War nicht schlecht. Ich glaube, das liegt an meinen Zeichenkünsten. Das ist stoffig stark, Leute. Ich glaube, du hast schon bei Ork gekillt. Das war schon. Du hast die weiße Fläche gesehen und dachtest, es ist weiß. Ja, eben. Ja. Und dann habe ich weiß eingegeben mit S und da habe ich festgestellt, dass ich falsch geschrieben habe. Ich es mit Rallis S eingegeben und dann war es richtig. Nasenbluten wäre auch nicht schlecht gewesen. Danke. Parkinson ist auch schön. Boah, das ist aber. Das ist schon ein cooler Dude, Mann. Ja. Zum Teufel. The Spanish Inquisition. Schreibt man den überhaupt so? Ja. Ja, toll. Zum Glück benutze ich so viele verschiedene Rasierer. Damn. Oh Mann. Ja. Uff. Nice. Nicht schlecht. Ja, das war schön. Find's immer cool, dass du so einen einheitlichen Stil hast bei Figurenzeichnen. Ja, das sieht echt nice aus bei ihm. Bei mir sieht es einfach nur schlecht aus. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich mir das abguckt habe. Irgendwo habe ich mir das abguckt. Was ist los? Was ist los mit dir? Was ist los mit mir? Also ich weiß leider nicht, wie genau hier ist was. Ich weiß nicht genau, wie fast. Ah, Schatz, Mann, du bist immer schneller beim Tippen. Also auch der einzige Vorteil ist auch schneller. So gut wie ich vorher war, bin ich jetzt umso schlechter die ganze Zeit. Oh Gott. Weißt du was, Fischter hier? Komm, Fischter. Giga, es wird, glaube ich, ein echter... Jetzt übertreibe ich. Jetzt übertreibe ich, ja. Mit einem Kampf um Platz 2, ne, Giga? Jetzt übertreibe ich, ja. Ja, ich bin glücklich, wenn ich Dritter werde. Also das ist so mein Anspruch hier auf das Ganze. Was denn? Okay. Was? Aha. Wie heißt denn der Typ? Nee. Es geht eher um die Pose. Ja. Was er da macht. Ja. Also er steht ja nicht und er sitzt ja offenbar auch nicht. Wie nennt denn das? Dieser erste virale Tanz bei YouTube. Nein. War das nicht Harlem Shake? Er schwebt nicht. Nein, der Boden ist hier. Der ist auf dem Boden. Aber er sitzt nicht, sondern er ist in der... so, okay. Ah!
Ja, ja, ihr seid also, richtig. Moment. Hey, ich habe jetzt schon zweimal das Close-Kit. Ah. Ja, ich habe es dauernd. Die ganze Zeit ist close, ist close, ist close, ist close. Ja, der, ja, bei mir auch. Ah, oh, schön. Hey! Hock, ey! Hey. Ja, ich weiß, dass wo dieser Asiate getanzt hat. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Okay, wir machen es jetzt mal. Mother, Father, Gentleman. Plus! Kirche. Religion. Nein. Nein, das wäre lustig gewesen. Ganz falsch. Ja, richtiger. Syrion? Ja, voll. Angst vor Riesen-Oktopussi? Nein, das wird ganz anders. Das wird ganz anders, Leute. Scheiße. Ganz anders. Was? Die hat doch gar nichts geschrieben bisher. Lol. Der Letzte. Das kann doch nicht sein. Also beim Tippen. Ich bin Letzte. Ja. Das wollte ich auch gar nicht abstreiten. Ich hoffe, dass ich Dritter bleibe. Weil ich fände das ja schön. Das kurz abzuschließen hier. Hate incoming. Oh, warum? Och, ich weiß auch nicht. Kuckucksklan. Nein. Die Zipfel, weißt du? Schade, ich dachte, das ist das Haus vom Nikolaus. Oh, das ist auch schön. Da muss ich immer zurück an Freud denken, weißt du? Das Erste, was du in irgendwelchen Abwägungen kennst, ist deine größte Leidenschaft, weißt du? Giga, erzähl uns was. Ja. Hausigel. Wo? Alter, jetzt wird's echt kurios. Was soll denn das? Was ist das Letzte? Ist das ein L? Ein L ist das Letzte. Und das hier, da vorne, ja. Die Figur. Ich hab's close. Ja. Wir sind beide minus. Ich geh jetzt rein in den Arm. Rein. Es ist aber eigentlich minus L und plus N und nicht minus N und plus L. Echt? Ja. Rein Igel? Ja. Mach plus N und minus L. Also Igel, mach beim Igel beim Igel das L weg und N ran. Rein Igel! Ja, soll ich alle! Ich sag ja, ich kann nicht so schnell denken, Leute. Oh, reinigen. Wenn es jetzt Fisch da gar nicht errät und ich errate es, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Kann das sein? Ja, mir geht's wieder, dass ich wieder am vierten Platz bin. Das finde ich nicht cool. Ja, ach so. Ich hätte jetzt auch Hock A nehmen können. Wie schaut denn sowas aus? Ich glaube, so in der Art irgendwie. Und dann... Ah, ich sehe es, was es ist. Ach komm, ja. Ist es dein Ernst? Bitte was? Nice. Wow. Really nice. Ein Fernzünder? Was ist das? Ja, fast. Ja, fast. Also, ja. Ist es nicht Fernzünder, sondern... Du musst schon... Damn, son. Where'd you find this? Nee. Oh, es geht noch weiter. Okay, ich hab noch eine... Eine Chance. Eine letzte Chance. The final countdown. Oh, das sah in meiner Vorstellung irgendwie noch besser aus. Egal. Mal wo es geht. Config? Na, what's nochmal up, my friend? Ah. Robin Hood war auch mein erster Gedanke. Mhm. Kann auch meinetwegen Robin Hood sein. Das ist eigentlich, habe ich an den Förster gedacht. Ja! Scheiße. Adi, dritter Platz. Entschuldigung. Das O. Ah, damn, son. Ich hab's. Dieses tolle O hat mich gerettet. Reicht nur leider nicht mehr.
Die Tanne fand ich super. Ja. Dankeschön. Ich gesagt haben. Dankeschön. Dankeschön. Leute. Oh. Ah, Mist. Seit langer Zeit. Ja, seit langer Zeit mal wieder vierter Platz. Also jetzt gehe ich. Ciao. Tschüss. Leute, das war's mit Scribble. War sehr, sehr schön. Wir haben vieles gelernt über Pink Floyd, über verschiedene Künstler bis hin zu Reinigen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, gerne beim Fisch da reinschauen, der macht auch ganz tolle Skribbelrunden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich auch wieder mit Rika, Fischer und Mo. Vielen Dank fürs dabei sein. Bestimmt. Immer wieder bestimmt. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Groovy. Ciao, ciao. Tschüss. Grüß Gott. Grüß Gott, sagt er. Wie der Fürster im Walde. Grüezi miteinander. Das ist das Leben.